Okay, Husam ist verschwunden. Hallo, mein Freund. Eure Anständigkeit. Jegliche Freiessen sind bitte an Husam zu richten. Rippeln begegnet. Habt ihr etwas gesagt? Okay, das heißt, Husam ist uns keine Hilfe mehr. Oder hatten wir irgendwas? Ich habe erfahren. Baldur's Tor, Yvain, Sarivok. Ich habe Tomoko, Rashant, Etazaila. Ne, das war vorher Sarivok. Husam hat uns aufgetragen, bla bla bla, okay. Es steht nicht dran, dass wir uns nochmal mit Husam irgendwo treffen sollten. Es ist nur ziemlich auffällig, dass mitten am Tag eine ganze Truppe von Dieben vor einem Abwasserkanal steht. Aber ich glaube, Baldur's Gate hat zurzeit andere Sorgen. Beinahe unter meiner Würde. Nämlich uns. So, der Eingang zum Herzogspalast ist hier. Und da ist ja die Wache, die uns nur reinlässt, wenn wir eine Einladung vorzeigen. Ich diene der flammenden Faust. Gegrüßt seid ihr. Ich nehme an, ihr kommt zum Palast zu feierlichen Anzeigen 5 von Sarivok. Dürfte ich diesen Fall darum bitten, eure Einladung zu sehen? Hier sind die Einladungen. Würdet ihr uns nun einlassen, wir sind in Eile. Seid doch nicht so ungeduldig. Ich muss erst einen Blick auf diese Einladung werfen. Hm, ja, sie sehen echt aus. Gut, dann könnt ihr eintreten. Auch wenn wir total voll bewaffnet sind. Ich diene der flammenden Faust. Oh. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Du etwa? Okay, wir haben gerade erstmal Sarivoks dunkle Stimme im Hintergrund gehört. Würdet ihr mir bitte eure Einladung zeigen? Da habt ihr unsere Einladung. Ich danke euch vielmals, ihr könnt durchgehen. Okay, wir werden doppelt überprüft. Die sind hier ziemlich strikt mit der Sicherheit, was ja auch klar ist, dass hier ist der Herzogspalast. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. So, wir gehen über diesen Teil hoch. Würdet ihr bitte? So, weil hier mache ich erst noch mal kurz ein Quicksave. Für den Fall, dass hier etwas schief geht. Da all unsere Gäste jetzt angekommen sind, können wir mit der Zeremonie beginnen, auf die ihr alle gewartet habt. Also, das ist Herzog Belt. Wie ihr alle wisst, ist dies ein besonderer Anlass für Baldur's Tor. Okay, wie ihr alle wisst, Lia Janav, haben wir der nicht die Zutaten für das Himmelsschiff gestohlen damals? Also, die hat das ja, glaube ich, in Auftrag gegeben. Wie ihr alle wisst, ist dies ein großer Tag für die Stadt Baldur's Tor. Der feierliche Augenblick ist gekommen, in dem ein neues Mitglied in den Reihen der Großherzöge aufgenommen wird. Ich hege durchaus nicht den Wunsch, diese Tragödie herunterzuspielen, die wir durch den Verlust von Enta Sebaschit erlitten haben. Doch dies ist nicht der richtige Moment zum Trauern. Alle von Grundbesitzern abgegebenen Stimmen wurden zusammengezählt. Das Ergebnis war beinahe einstimmig. Die von den Landbesitzern abgegebenen Stimmen sind ausgezählt. Das Ergebnis ist praktisch einstimmig. Bitte gesteht zum Herzog Elta. Hat sich sein Zustand gebessert? Wann er sterben sollte, aber bitte, wer wird an seine Stelle treten? Wie steht es um Herzog Elta? Hat sich sein Zustand gebessert? Wer tritt an seine Stelle, wenn er stirbt? Und die Stimme vor dem Edelmann klingt echt komisch, oder? Was ist mit dem Gerücht, dass sich Amn für einen Krieg rüstet? Warum bereiten wir uns nicht auf einen Krieg vor? Was hat es mit den Gerüchten auf sich, dass Amn sich zum Krieg rüstet? Warum machen wir uns nicht endlich mobil? Aber wie sollen wir uns bei unserer derzeitigen Eisenknappheit verteidigen? Bitte, wer gibt uns das nötige Eisen? Wie sollen wir uns bei der herrschenden Eisenknappheit verteidigen? Woher sollen wir das nötige Eisen bekommen? Vielleicht die Zentarim. Ich habe gehört, die haben irgendwie ihre Finger im Spiel. Was ist mit den Zentarim? Angeblich haben sie was damit ich zu tun. Ich glaube, dass Eltern von den Schatten dem vergiftet wurde. Offensichtlich versuchen die, unsere Anführer zu töten.
Ich bin überzeugt, dass Eltern von Mitgliedern der Schattendiebe vergiftet wurde. Sie versuchen ganz offenkundig, unsere Stadtoberhäupter auszulöschen. Keine Sorge, alle eure Fragen werden zu gegebener Zeit beantwortet werden. Sagt euch nicht, alle Fragen werden zu gegebener Zeit beantwortet werden. Edda wurde von den Schattendieben, den Handlangern abends getötet. Da wenn das auch sonst niemandem klar ist, für mich ist die Sache eindeutig. Arm ist auf Krieg aus. Die Stimme klingt so parade. Edda wurde von den Schattendieben im Auftrag Amts getötet. Ihr mögt eure Zweifel haben, doch für mich ist es sonnenklar, Am will Krieg. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Entas Ermordung das Werk der Schattendiebe war, doch... Die Indizien, die uns zum Mord an Edda vorliegen, deuten auf die Schattendiebe hin, aber... Deuten darauf hin? Das ist doch lächerlich, das auf der Leiche hinterlassene Zeichen ist das Kennzeichen der Schattendiebe. Da seid ihr blind oder nur deppert. Seid sie blind oder bedeppert? Tolle deutsche Synchronisation. Was heißt hier ähnlich? Das ist doch absurd. Bei der Leiche vorgefundenen Erkennungszeichen sind eindeutig die der Schattendiebe. Habt ihr keine Augen im Kopf und umdrehen noch den Verstand verloren, Weib? Wenn ich bitte weiterreden dürfte? Die Spur ist so offensichtlich, dass sie eventuell absichtlich hinterlassen wurde, um uns irrezuführen. Wenn ich bitte fortfahren würfte, die hinterlassenen Erkennungszeichen waren überaus deutlich und vielleicht nur dazu bestimmt, uns in die Irre zu führen. Bitte, wer sollte uns in die Irre führen wollen? Wer würde uns in die Irre führen wollen? Vielleicht sollte ich dazwischen gehen, bevor diese Versammlung zu einem sinnlosen Rumgezanke wird. Man möge mir einen Einwurf gestatten, ehe die Versammlung sich vollends in sinnlosem Gezänk verheddert. Wir sind hier, um unseren neuen Großherzog zu begrüßen, also sollten wir damit auch fortfahren. Ich stelle vor, Sarigvok Anichev, der neue Großherzog. Ihr Tagebuch wurde aktualisiert. Es ist mir eine Ehre, mit einer solchen Versammlung angesehener Edelleute zu stehen. Vor einer solchen Versammlung angesehener Edelleute zu stehen. Ich nehme meine neue Aufgabe im vollsten Bewusstsein der damit einhergehenden großen Verantwortung an. Als erstes möchte ich viele der bislang aufgeworfenen Fragen beantworten. Die Gerüchte, dass Arme sich zum Krieg rüste, entsprechen voll und ganz der Wahrheit, ebenso die von einer Beteiligung der Zentarim. Doch sorgt euch nicht, wir stehen ihnen nicht bar jeder Verteidigung gegenüber. Zwar sind wir geschwächt durch die jüngsten Anstrengungen der Zentarim, uns von unserem wichtigsten Kriegsrohstoff, dem Eisen, abzuschneiden, doch hilflos sind wir nicht. Infolge der Ermordung meines Vaters ging die Leitung des festlichen Zweigs des Eisenthrons auf mich über. Dieser verfügt über große Lagerbestände an Eisen, die für unsere Bedürfnisse voll und ganz ausreichen. Ich übergebe hiermit all dies Eisen der Stadt, auf das sie damit nach ihrem Willen verfahren. Leider liegt unser größter Feldherr auf dem Sterbebett. Für war ein schwerer Schlag für die Stadt. Mit Erlaubnis des derzeitigen Obermannes Angelo übernehme ich den Befehl über die flammende Faust. Unter meiner Führung wird das Söldnerheer zu seiner alten Schlagkraft zurückführen. Einen Moment mal, es steht euch nicht zu, darüber zu entscheiden. Einen Moment bitte, es steht euch nicht in eurer Macht, darüber zu entscheiden. Ruhe jetzt redet der Sarevok. Schweigt, lasst Sarevok sprechen. Wir wollen nicht darauf warten, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden. Nein, wir werden den ersten Schlag ausführen. Mit der flammenden Faust dürfte es ein leichtes sein, Naschkel einzunehmen und sodann geschwind den Gebirgspass durch die Wolkengipfel zu sichern. Was ist los? Wer wagt es, mich zu stören? Das sind vier, Sarevok. Und jetzt geht die Kacke los. Größere Doppelgänger. Es war sehr viele größere Doppelgänger. Okay, wir müssen gucken, dass hier die Herzöge am Leben bleiben. Deswegen sollten wir diese blöden Doppelgänger bombardieren. So, genau. Wir können von Glück sagen, dass tapfere Männer wie ihr sich für uns eingesetzt haben. Gibt es irgendetwas, das ich nun für euch tun kann? Schaut euch die Dokumente an, die wir haben. Es war Sarevok, der euch an den Kragen wollte. Edda töten ließ und Edda fast zur Strecke gebracht hat. Ja, ab hier dürfte es eigentlich klar sein, dass Edda und Edda zwei verschiedene Personen sind. Sarevok ist es, der euch umbringen lassen wollte. Ihr müsst ihn töten und zwar jetzt. Wir haben Sarevoks Tagebuch. Werft einen Blick hinein. Es war Sarevok, der versucht hat, euch zu töten, der Edda auf dem Gewissen hat und Edda beinahe umgebracht hätte. Also ich glaube, das Tagebuch ist eindeutiger. Ich
werde es nachprüfen. Wenn ihr doch im Unrecht seid, werdet ihr für eure Anstellung schwer bestraft werden. Angelo, diese Männer werden wegen mehrerer Morde gesucht. Tötet sie. Diesen Männern wird kein Haar geknüpft, bevor ich diese Unterlagen nicht durchgelesen habe. Ihr braucht dieses Dokument nicht zu lesen. Ich schlage euch ganz einfach die Köpfe ab. Ihr habt ohnehin nicht genug Hirn, meinen guten Rat zu folgen. Okay. Was wollt ihr? Was? Wache Wok, dein Ende ist gekommen. Ich bin das Gesetz. Ich bin ganz Ohr. Hier bist du zahlenmäßig unterlegen, Sarivok, egal wie stark du bist. Okay, du hast Magiewiderstand, das ist nicht so gut. Ja. Wie du willst, du kannst dich nicht für immer verstecken. Wir beide sind noch nicht fertig, Talisa. Ich werde euch töten, so ich auch Gorion getötet habe. Ihr werdet nur in Frieden weiterleben können, wenn ihr mich zuerst tötet. Eine Magierin? Winsky Perorate? Okay. Wer auch immer du bist. Dir gelingt es nicht. Oh, das ist ein Magier. Was wollt ihr? Und er ist weg. In eurem eigenen Interesse solltet ihr alles daran setzen, Sarivok zur Strecke zu bringen. Sonst tötet ihr euch. Ja, zur Strecke bringen, aber wir haben. Talisa hat eigentlich wirklich die Nase voll mittlerweile vom Töten. Wir haben genug des Tötens gesehen. Selbst dann, denke ich, wäre es gut, wenn ihr wüsstet, wohin er teleportiert wurde. Wartet einen Augenblick und ich werde durch die Macht meines Gottes seinen Aufenthaltsort prophezeien. Er hat sich selbst zur Diegesgilde transportiert. Es wäre klug, wenn ihr ihm folgen und dieses Übel beseitigen würdet. Nach allem, was ihr ihm angetan habt, sind er sicherlich auf Rache. Sarivok ist zum neuen Großherzog von Baldurs Tor ernannt worden. Dies verheißt nichts Gutes. Das wurde gerade annulliert. Belt bekam mit Hilfe seiner magischen Kräfte heraus, dass Sarivok sich zur Debesgilde teleportiert hat. Er schlug vor, dass wir ihn dort folgen und töten sollten. Ich muss ihm da zustimmen. Es ist wahrscheinlich der einzig mögliche Weg für uns. Was? Beinahe unter meiner Würde. Hat er uns noch was zu sagen? Wir haben genug des Töten. Okay, der sagt uns immer dasselbe. Wie ihr alle wisst, ist dies ein besonderer Anlass für Baldurs Tor. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Wie es scheint, kennt ihr Sarivok besser als alle anderen. Würdet ihr ihn aufspüren und der von ihm ausgehenden Bedrohung ein Ende setzen wollen? Wir haben viele persönliche Gründe dafür, ihn aufspüren zu wollen. Das einzige Problem ist, ihn zu finden. Ich habe beträchtliche magische Kräfte. Daher bin ich in der Lage, den Ort zu sehen, an dem sich Sarivok Zauberer ihn gebracht hat. Wartet ein paar Sekunden und ich kann euch den Ort nennen. Er und sein Lakai haben sich zu Diebesgilde teleportiert. Warum, weiß ich allerdings auch nicht. Aber es ist relativ einfach für mich, euch an denselben Ort zu teleportieren. Ihr müsst nur stillhalten und ein wenig Es könnte ein wenig verwirrend werden. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. Ich wollte eigentlich nicht so schnell dahin. Ich wollte eigentlich noch die Doppelgänger plündern. Was ist das denn? Es sieht wirklich so aus, als ob sich dieser Tag alle zur Diebesgilde aufmachen. Erst dieser riesige gepanzerte Typ und nun hier. Sagt mir lieber, was ich hier eigentlich wollt, und zwar Steuer ist, sonst gibt's gewaltig Ärger. Wir sind auf der Suche nach Sarivok, dem riesigen Typen in Rüstung. Wo ist er hin? Er ist die Treppe da vorne heruntergegangen. War ganz schön in Eile. Für die Verfolgung dieses Kerls sieht er mir ein wenig schlecht vorbereitet aus. Da unten sind die Diebeshöhen, die sind ganz schön gefährlich. Redet mit Black Lady im Lagerraum bei der Treppe. Sie wird euch gute Preise für Ausrüstungsgegenstände machen. Ich habe gehört, dass sie sogar ein paar magische Artikel verkauft. Beinahe unter meiner Würde. Okay. Er redet aber tatsächlich, ja. Hat er eine Sache angesprochen, nämlich, dass wir noch zu schlecht vorbereitet sind. Aber wir haben jetzt schon mal Sarivoks Pläne vereitelt. Sarivok befindet sich auf der Flucht und hat sich dort in den Liebeshöhlen eingekerkert. Jetzt aber fort mit euch. Ich muss Berechnungen anstellen. So, was hast du denn? Schönes Neues. Schleuderkugeln. Schutzumhang. Hast du irgendwas Neues im Angebot? Sieht eigentlich nicht danach aus. Die Sachen haben wir ihr ja alle verkauft. Was wollt ihr? Gut. So, das heißt, wir verlassen jetzt erstmal die Liebesgilde.
solange unsere Hast noch wirkt, wollte ich gerade sagen.